und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin noch ganz ungeschminkt und das hat einen Grund, also nicht erschrecken. Ich möchte ja gleich auch noch ein bisschen Kosmetik ausprobieren. In diesem Video geht's um einen ganz, ganz tollen Sonnenschutz, den ich durch meine Freundin entdeckt habe. Und ich bin so begeistert von diesem Sonnenschutz, dass ich euch den unbedingt sofort zeigen muss. Ich habe ihn jetzt ein paar Tage ausgetestet und ich liebe ihn über alles. Und wenn ihr da noch kein Produkt habt und ihr sucht noch eins oder ihr wollt euch verbessern, dann schaut gerne dieses Video, weil ich bin wirklich mega begeistert. Also, es geht um dieses Produkt. Das ist Misha. Und Misha hat so tolle Eigenschaften, so tolle Inhaltsstoffe und ich liebe Misha. Ich liebe ja schon die BB Cream. Misha ist auch, denke ich, mittlerweile sehr bekannt für seine tolle BB Cream und überhaupt für dieses Koreanische. Das ist ja im Moment in aller Munde und das kommt jetzt langsam zu uns oder ist schon lange da und ich habe es nur nicht gemerkt. Und ja, also ich bin super begeistert. Ich habe euch ja auch erzählt, dass ich mir diesen Sonnenschutz gekauft habe. Und weil ich davon so begeistert bin und auch ja von der BB Cream, die ich auch getestet habe, da ist halt nur die Farbe nicht so meins. Aber ich höre ja auch nur Gutes darüber. Und meine Freundin, die hat ja sehr trockene Haut und die ist da mehr als begeistert. Und als sie mir dann am Telefon gesagt hat, sie nimmt einen Sonnenschutzgel mit Lichtschutzfaktor 50, da habe ich gestutzt und habe ich gesagt, echt? Und dann sagt sie so, ja, und das zieht sofort weg. Und dann sage ich, echt? So, ratter, ratter, echt, echt. Und da war ich sofort, während wir telefoniert haben und sie mir noch davon erzählt hat, da habe ich mich schon hingesetzt und da habe ich mir schon mein iPad genommen und habe schon gesurft und habe dann bei Amazon das entdeckt und dachte so, wow. Und dann, also es ist manchmal, ich habe ein bisschen gesucht nach verschiedenen Firmen, die das anbieten. Und manchmal ist es vergriffen, aber es wird ja dann nachgeliefert. Ich schreibe euch alles in die Videobeschreibung. Ich schreibe euch auch noch mal so ein bisschen was über Sonnenschutz allgemein. Wenn ihr möchtet, ich verlinke euch ein paar Sachen. Also einmal, wo ihr dieses Produkt bekommt und auch ein bisschen Info allgemein über Sonnenschutz. Weil das kann ich auch nicht alles auswendig lernen. Das lese ich mir auch dann durch und dann habe ich das im Kopf. Aber ich habe da auch Angst, euch irgendwas Falsches zu erzählen. Aber das Sonnenschutz und am besten natürlich Lichtschutzfaktor 50 Anti-Aging-Mittel ist, ich glaube, das wusste nur ich als Letzte. Also das glaube ich, das wisst ihr schon, ne? Dass man immer einen Sonnenschutz tragen muss. Gut, also ich denke, ich gehe mal davon aus, dass ihr das wisst, dass man immer einen Sonnenschutz tragen soll, auch wenn man nicht in der Sonne sitzt, sondern dass Sonnenschutz allgemein ein Anti-Aging-Mittel ist und dass man ihn immer auftragen muss. Mein Problem war ja eigentlich immer, dass ich kein richtiges Produkt gefunden habe und dass das immer, ich habe ja schon viele ausgetestet, ich habe ja auch schon Videos darüber gemacht. Und eigentlich habe ich es jetzt gar nicht mehr benutzt. Und ich wurde ja auch schon darauf angesprochen. Das fand ich auch ganz süß bei Instagram, ob ich das mache. Ja, man sollte es eigentlich machen. Ich habe es aber die ganze Zeit nicht gemacht. Ich habe auch ein Avon-Produkt und ich fand das eigentlich auch toll. Trotzdem hinterließ dieses Avon-Sonnenschutzgel. Ich kann es mal abfotografieren. Ich habe es vorne im Badezimmer stehen. Trotzdem hinterließ das dieses komische Gefühl. Und ich zeige euch das gleich alles. Ich muss noch ein bisschen quatschen, um euch das zu erklären. Ich habe, ich nehme ja immer Beauty Mates, wisst ihr ja. Und ich habe das auch mit den Boostern. Und ich zeige euch das gleich, dass das wirklich sofort einzieht. Deswegen bin ich noch total, ich habe mir nur ein bisschen die Augenschatten abgedeckt und ganz klein bisschen beste Freundin, damit ich nicht ganz so gruselig aussehe für die neuen Leute hier, die dann gleich erschrecken, wenn sie mich sehen. Und dann gleich, was ist das für eine... Deswegen habe ich mich so ein ganz klein bisschen. Aber eigentlich möchte ich ja gleich noch die Misha-Kosmetik probieren. Ich habe ja... Ich bin ein bisschen durch den Wind, ne? Merke ich auch gerade. Ich komme von eins ins andere und überschlag mich gerade beim Quatschen. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal mein Gehirn sortieren. Also, weil ich davon so begeistert war, von diesem Produkt und überhaupt von Misha, habe ich ja dann die Firma angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie mir Produkte zuschicken
möchten, die ich austeste und wenn sie mir gefallen, zeige ich sie euch. Und das ist jetzt geplant im Anschluss an dieses Video. Ich werde jetzt erstmal, ich habe die Produkte bekommen und nicht wenig, also das wird auch ein spannendes Video, mal gucken, wann ich soweit bin. Ich werde jetzt erstmal die Produkte austesten, gucken, wie gut sind die. Manchmal gehen die ja sofort ins Herz, dann mache ich sofort das Video. Und manchmal braucht es eine Weile, dass man das so in Ruhe ausgetestet hat. Also ich habe das Paket nur ausgepackt, kurz reingeguckt, ist alles heil. Habt ihr denn geschrieben? Ja, alles heil, alles gut. Deswegen möchte ich das ja testen. Also, aber Vorreiter war dieses Produkt auf jeden Fall. Das ist so toll und ich zeige euch das gleich. Deswegen habe ich noch nichts drauf. Ich zeige euch das gleich, wie das auf der Haut ist. Ich bin wirklich begeistert. Das ist ein Sonnenschutz, den werde ich jeden Tag jetzt auftragen. Erst mache ich meine Gesichtscreme, meine Booster und danach mache ich den Sonnenschutz. Dann ist es so, was ich euch auch vielleicht noch, was ihr vielleicht nicht wisst. Ich weiß nicht, was ihr wisst und was ihr nicht wisst. Ich sage es nur vorsichtshalber, weil ich finde, sowas gehört dann auch in ein gutes Video. Es ist so, dass wenn man Sonnenschutz aufträgt, und er hat jetzt beispielsweise Lichtschutzfaktor 20 und dann macht ihr nochmal ein Make-up rüber mit Lichtschutzfaktor 20, dann seid ihr nicht gleich 40 geschützt. Also man kann den Sonnenschutz nicht so stapeln, also ein Booster mit 5 plus 15 plus 30 plus 40, das geht nicht. Also das, was ihr auf der Haut an Sonnenschutz auftragt, das ist dann auch wirklich praktisch wie so eine Mauer. Und da kann man nichts mehr drauf machen, was denn noch mehr Schutz bietet. Das geht, also das ist jetzt nicht wie so ein Mantel und dann zieht man noch eine Jacke drüber und noch einen Schal und eine Mütze. Das geht nicht. Da seid ihr dann wirklich, also bei dem Produkt, schreiben sie jetzt für 3 Stunden, ist man geschützt. Und ich sag euch was dazu. Ich habe mir das ausgedruckt, weil ich kann das wirklich nicht alles behalten. Wen das jetzt nicht so doll interessiert, dann müsst ihr einmal nach vorspulen. Ich zeige euch dann halt am Ende des Videos auch nochmal, wie das geht mit den Boostern und so weiter. Also ein kurzes Video heute, einfach nur zur Information. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr das noch, weil ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr noch was sucht, toll. Also, es ist ein Misha All Around Safe Blocker. Es ist also ein 50 Lichtschutzfaktor mit SPVA und PA und 4 Kreuze. Was das alles bedeutet, schreibe ich euch, wie gesagt, diesen Link setze ich euch in die Videobeschreibung. Ich will nicht immer so viel vorlesen. Ich finde Videos, wo so viel vorgelesen wird, immer ganz schrecklich. Deswegen tue ich euch das nicht an. Viele sind viel schlauer als ich, die wissen das alles schon lange. Und für die Leute, die sich da gerne informieren, bitte geht einmal auf den Link, dann lest ihr euch das in Ruhe durch. Und ich finde immer, was man gelesen hat, das prägt sich auch viel besser ein, als wenn ich das vorlese. Ich sage nur das Allerwichtigste. 13 Euro bei Amazon fand ich einen super Preis, gebe ich gerne aus, weil das sind 50 Milliliter, soweit ich weiß. Genau, es sind 50 Milliliter und soweit ich weiß, braucht man da auch nicht viel. Erbsengröße. Aber das steht auch alles in der Beschreibung. Ja, also es ist halt ein Gel, was auf Wassergelbasis ist. Und das ist halt das Schöne, das ist auch für ölige Haut, das ist wie gesagt wasserfest und es ist auch noch feuchtigkeitsspendend. Das ist so toll, ne? Also meine Freundin hat ja eine mega trockene Haut und sie liebt dieses Produkt über alles und dann ist das auch gut, ne? Können wir ihr vertrauen? Wir vertrauen Mischa und meiner Freundin und mir, weil ich finde es auch ganz toll. Also es verhindert halt Falten und Pigmentflecke, es ist wasserabweisend, talgresistent, perfekt für ölige Haut und pflegt, habe ich ja schon gesagt. Es lindert sogar Irritationen der Haut, also noch besser. Jo, dann steht hier alles Mögliche und ich glaube, soweit habe ich euch alles gezeigt. Hauttyp, Mischhaut, Problemhaut, ölige Haut. Natürlich hat Mischa auch noch andere Produkte, wenn ihr daran interessiert seid. In diesem Video geht es halt nur um dieses Gel, um das Video auch nicht zu lang zu machen, weil manchmal will man sich einfach nur ganz kurz informieren und dann braucht man so die Fakten und dann möchte man kaufen und ausprobieren. Und deswegen ist das ein kurzes, knackiges Video. Ein knackiges Video. Ja, also wie gesagt, steht ganz viel drin. Ich verlinke euch alles. Da steht alles drin, wenn ihr das lesen möchtet. Ich möchte halt nur nicht die Leute so nerven, die das schon alles wissen. So, und jetzt zeige ich euch. Also das Gesicht ist gewaschen. Wie gesagt, ich habe nur Concealer und ein klein bisschen, damit es nicht ganz so schlimm ist für euch. Beim Friseur war ich auch. Und
Dann geht's los. Also ich mache als erstes meine Gesichtscreme auf. Geht jetzt gar nicht um die Produkte, sondern nur, dass ihr auch wirklich seht, wie schnell das einzieht. So, dann nehme ich ja, na, mache ich ja immer, wisst ihr, den ersten Booster. Oder vielleicht auch für die Leute, die sowieso Beauty Mates nehmen. Ist jetzt egal welchen. Ich nehme jetzt hier Antifalten. Also ich nehme jetzt auch wirklich mal drei Booster, damit ihr das auch wirklich seht. Das ist der Burner. So, dann habe ich jetzt also drei Booster. Ein bisschen Sonnencreme, ja, alles klar. Ein bisschen Hautcreme, 24 Stunden Hyaluron. So, damit mache ich meine Haut jetzt richtig schön. Pflege ich sie? So, den Rest verteile ich mir dann auf dem Hals. Dekolleté brauche ich heute nicht. So. Eingecremt und alles fast weg, und den Rest mache ich mir dann so ein bisschen auf die Handflächen. So, jetzt muss man natürlich ein bisschen warten. Am besten jetzt erstmal, weiß ich nicht, Waschbecken sauber machen oder ein bisschen spazieren gehen oder aufräumen oder was auch immer. Jetzt sagen wir mal so, muss ja morgens auch schnell gehen, ne? Ich guck mal, wie lange ich brauche. Na, ein bisschen muss das einziehen. Also sagen wir mal so 5 bis 10 Minuten, lassen wir das jetzt mal kurz einziehen. Und dann machen wir den Sonnenschutz drauf. Schon fast weggezogen. Also so lange brauche ich gar nicht warten. Ich gucke mal auf die Uhr. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ich lasse das mal richtig schön einziehen, trinke meinen Kaffee in Ruhe zu Ende und dann sage ich euch, wie lange das ungefähr gedauert hat. Aber ihr habt natürlich auch eure eigene Pflege, ihr wisst das ja. Also ich stehe immer morgens auf, wasche mir ganz schnell mein Gesicht und dann mache ich schon die Pflege rauf. Und dann dauert das ja. Also dann mache ich erstmal die Brötchen für die Kinder. Dann mache ich Brote. Dann ziehe ich mir was an und so. Und in der Zeit kann das immer ganz gut einziehen. Und dann mache ich halt den Lichtschutzfaktor rauf. Dann lasse ich das auch ein bisschen einziehen. Obwohl es geht ganz schnell. Und dann schminke ich mich schon. So ist das. Jetzt warte ich. Okay, also ich habe jetzt ungefähr 7 Minuten gewartet und jetzt merke ich schon, Beauty Mates ist ganz gut eingezogen. Wenn man möchte, dass Hautcreme noch schneller einzieht, das mache ich auch mit Body Lotion, dann feuchte ich meine Haut vorher an. So, jetzt habe ich hier gerade hinten auf der Packung nochmal was gelesen, was ich euch jetzt einfach nochmal mit auf den Weg gebe, wie so eine Mama. Hier steht halt, dass es 6 Essenzen hat, die die Haut mit hochwertigen Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgen, finde ich gut. Und hier steht auch nochmal, ein orientalischer Teekomplex aus wertvollen Kräuterextrakten schützt die Haut vor äußeren Einflüssen. Also beste Inhaltsstoffe. Inhaltsstoffe, deswegen vertraue ich Mischa auch. So, dann habe ich auch gerade, wenn man das so gegen das Licht hält, dann sieht man, dass da auch ist eine etwas größere Packung und da ist Luft drin. Warum? Nicht, weil sie nur die Hälfte reingepackt haben, sondern hier steht ganz klar und ganz deutlich, und das finde ich auch wichtig, dass man das vorher weiß, ne? Hier ist die Verpackung, das muss man wissen, dass man dieses Produkt vorher schütteln muss. Die Tube vor jeder Anwendung kräftig schütteln und dann eine haselnussgroße Menge. Also, meine Freundin hat es ja schon in Gebrauch und die nimmt es schon eine ganze Weile. Ihr ja vielleicht auch, schreibt es super gerne in die Kommentare. Und die Rezensionen, die waren auch nur positiv, ne? Also das finde ich auch immer interessant, was Leute so schreiben. Das ist immer interessant. Nicht, was die YouTuber sagen. So, schütteln, schütteln. Hört ihr das? Geschüttelt. So, und jetzt trage ich dieses wunderbare Produkt auf. Also, alles eingezogen. Und jetzt mache ich mal, Gott, wie groß ist jetzt eine Haselnuss? Ich zeige euch das mal, wie das überhaupt aussieht. Ist das eine Haselnuss? Naja, so viel nehme ich gar nicht. Ich nehme eine halbe Haselnuss. Guck mal, so sieht das aus. Da denkt man erst so, na doch, ist eine Haselnuss, oder? Ein bisschen. So, jetzt ist aber genug. Ich mag das immer nicht, dieses Geschmiere.
Aber dieses Gel ist so toll, das stört einen das nicht. Also, so viel habe ich jetzt. Guck mal, so ist die Konsistenz. Und jetzt mache ich das so. Ich mache das jetzt nicht so, sondern ich punkle das jetzt darauf, wo ich das haben will. Oh, das riecht ganz toll. Ganz toll riecht das. Oh, das riecht ja Hammer. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Das riecht ganz, 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 ganz toll. Oh, sehr, sehr angenehmer Geruch. Ganz toll. Bin gerade begeistert. So, und jetzt. Also, ich habe jetzt gerade das Gefühl, es fühlt sich an wie ein Booster. Also so leicht und so. Oh ja. Ich will euch das ein bisschen beschreiben. Ich achte jetzt ganz besonders drauf. Ich habe es ja schon benutzt, aber ich möchte euch das so ein bisschen erklären, wie das ist, warum ich so begeistert bin. Ja, also es lässt sich ganz, ganz, ganz leicht und ganz toll auftragen. Oh, es ist ganz toll. Der Geruch ist mega schön. Und ja, es fühlt sich super feuchtigkeitsspendend auch an. Wie gesagt, ne, selber gekauft. Nicht, dass ihr mir das nicht glaubt, aber das glaubt ihr mir, ne? Ja, das habt ihr so lieb geschrieben, dass ihr mir glaubt. Stimmt überhaupt. Es war so lieb, eure Kommentare in dem Video. Also, da war ich wirklich fassungslos. Was für eine tolle Reaktion. Also, wie lieb seid ihr, bitteschön? Sowas von lieb. So, also. Das war's. Seht ihr? Und ich mache gleich mal die Lichter aus. Also ich sitze ja hier im Licht natürlich. Ich sitze vor einem riesengroßen Fenster, aber ich habe Ringlicht an. So, und das mache ich gleich mal aus und dann seht ihr das. Ich sag's euch. Ich gehe auch mit euch gerne noch mal raus auf die Terrasse. Dieses Produkt ist restlos eingezogen. Und nicht nur, ich meine, das kenne ich ja schon, dass man das dann nicht mehr sieht. Aber man fühlt es ja noch nicht mal. Es ist ja dann. Also wenn das richtig eingezogen ist, nochmal so 5 Minuten später, dann merkt ihr das nicht mehr. Ihr habt nie dieses Gefühl von, boah, Sonnenschutz. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt wirklich das Gefühl, ihr habt eure Haut einfach nur eingecremt. Das finde ich so toll. Das ist so dieses, was mich so, boah. Und dann nur 13 Euro oder ich hätte ja auch mehr ausgegeben. Für sowas. Also da gebe ich mehr Geld aus. Mir egal. Es sind tolle Inhaltsstoffe. Ich pflege meine Haut. Ich muss mir nicht irgendwie so einen ekligen Sonnenschutz auftragen. Dann habe ich lieber Falten. Das war nämlich jetzt so meine Einstellung. Ich habe nichts. Ich finde nichts. Und dann habe ich lieber Falten. So. Und jetzt merkt ihr das. Das ist so toll. Das ist so toll. Jetzt merkt ihr das schon nicht mehr. Also, es fühlt sich jetzt einfach nur gut eingecremt ein. Es ist aber nie so dieses patschige, ekelhafte Gefühl, wo ihr denkt so, ah, das muss ab. Ich bin da so empfindlich. Ihr wisst es ja, wenn ich so ein bestimmtes Make-up drauf habe, ich kann das nicht ausstehen, wenn das so ölig oder so ist auf der Haut. So, aber trotzdem, jetzt kann man dann natürlich dann sein normales Make-up drauf machen. Und das habe ich alles ausprobiert. Ich habe Born to Glow ausprobiert, Essence ausprobiert. Ich habe es mit Cosline probiert. Nui muss ich noch machen, habe ich noch nicht gemacht. Was habe ich da noch aufgemacht? Der Mischa ist ja klar, ne? Mischa Tagespflege habe ich auch aufgetragen. Ja, jetzt fällt mir gerade nichts ein, habe ich auch. Die andere Foundation. Also bis jetzt hat alles wirklich geklappt. Sollte da mal eine Sache nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen. Jetzt ist das schon. Kann man das mit einem Wattebausch? Nee, ne? Guck mal, ich nehme jetzt mal so einen Wattebausch. Da bleibt nichts her. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Test ist. Ich habe mir das gerade ausgedacht. Hier ist ja auch ein bisschen Comedy, ne? Und Unterhaltung. Also. Ich weiß nicht, ob das jetzt, aber hier bleibt wirklich nichts kleben oder so. Es hat einfach kein. Nee, also ein Blatt Papier. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will euch das wirklich nur. Das kann man so schlecht erklären, dieses Gefühl. Vertraut mir da, es ist jetzt schon weggezogen. Ich habe jetzt nur das Gefühl von einem Serum oder so. Das ist so ganz leicht und es fühlt sich nur gepflegt an und ganz, ganz tolle weiche Haut. Für mich bestimmt auch gleichzeitig noch ein schöner Poren Minimizer. Also wunderbar, wunderbar.
Boah, ich bin so begeistert. Also, wenn ihr noch ein Produkt braucht, meine Empfehlung, habt ihr Mega-Produkt, werde ich jetzt wirklich für immer benutzen. Misha. Misha, kaufen Sie Misha. Ich finde es so toll. Ja, also meine Überzeugung. Mein Tipp, mega Sonnenschutz. So, ich habe ja gesagt, ich mache noch mal die Lichter aus. Warte mal ganz kurz, jetzt muss ich noch mal anmachen, damit ihr auch wisst, dass ich ausgemacht habe. Hauptsache, sie ist durcheinander. Also manchmal, so, wartet ganz kurz, richtige Einstellung. So hatte ich das eben. Und jetzt mache ich den Schalter aus. So, und jetzt sitze ich vor einem Fenster. Ich kann euch auch gerne noch mal dichter ranholen. So. Es ist wirklich so toll eingezogen. Es ist so ein weiches Gefühl. Also, wenn ihr unzufrieden seid, könnt ihr das Produkt ja sicherlich auch zurückschicken, oder? Das weiß ich nicht genau. Das macht man ja eigentlich auch nicht, ne? Ich gehe jetzt mal mit euch raus, dann könnt ihr das draußen auch noch mal sehen. Oh, meine hässliche Haut draußen. Na gut, ich mache das für euch. So, jetzt bin ich draußen auf der Terrasse. Heute ist so ein mittleres Wetter, aber das ist halt Tageslicht, ne? Das ist Tageslicht. Ihr seht, das ist wirklich restlos. Also je länger ich jetzt ist es noch besser als eben gerade vor 2 Minuten. Boah, es ist so ein tolles, weiches Gefühl auf der Haut. Also es ist so ein großartiges Produkt. Und dann für so einen mega tollen Preis, ne? Ich bin echt so begeistert. Ja, ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen. Super, alles weggezogen und sieht ganz toll aus. Und jetzt könnte man halt sich schön schminken. Ja, jetzt stehe ich hier nochmal im Badezimmer, könnt ihr auch nochmal gucken. Also immer so verschiedene Lichtverhältnisse. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist wirklich restlos weggezogen. Ich fühle es nicht mal mehr. Echt super. So, aber ich möchte euch noch Tschüss sagen. Also ich bin begeistert. Kauft euch das sehr gerne. Ich finde es ganz toll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das nicht mögt. Geht bei ja, geht bei öliger Haut, geht bei trockener Haut. Also mega Produkt, tolle Inhaltsstoffe, pflegend, feuchtigkeitsspendend, zieht schnell ein, ist ein super Preis. Endlich mal ein Sonnenschutz, den ich gefunden habe, von dem ich sowas von begeistert bin. Sowas von begeistert bin. So, und jetzt ist aber Schluss. Ein kurzes, naja, so kurz ist es jetzt doch nicht, weil ich ja wieder viel gequatscht habe. Also, ich schreibe euch alles in die Videobeschreibung, wo ihr das findet. Ich verlinke euch das auch sehr gerne. Wie gesagt, bei Amazon habe ich das gefunden. Bei Misha auf der Seite habe ich das gefunden. Da gibt es ja sowieso alles Mögliche von Misha. Sonst habe ich nicht weiter geguckt. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, bei Amazon gekauft, weil das Amazon finde ich immer ganz cool. Und das muss ich noch erzählen. Weiß ich nicht. Also, passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Geht nicht so viel in die Sonne. Nein, das wollte ich nicht sagen. Nein, lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Ne? Oh, es gibt aber auch echt doofe Menschen. Na, ich bin ja auch manchmal doof. Wir sind alle manchmal doof. Ist egal. Also lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und Dankeschön für die tollen Kommentare. Dankeschön, dass ihr mir als Oma gratuliert habt. Alle bei Instagram ganz doll süß. Und Dankeschön für eure mega Kommentare in dem letzten Video. Ihr seid verrückt. Dankeschön. Tschüss.